Hallo, weiter geht's mit Pro Team und dem Price Cup in der zweiten Saison 2022. Und ich versuche hier, in der dritten Etappe jetzt vielleicht noch in der Gesamtwertung eine vordere Platzierung zu bekommen. Mal gucken. It's the final stage, guys. Es könnte eher was für Ida Schelling sein, aber Steimle ist vorne. Ich muss gucken, ob man mit ihm da was schaffen kann, aber eigentlich eher nicht. Eigentlich sieht es ideal für Ida Schelling aus, die Etappe. Hat auch Bonus von 2,0. Er hat Hügel schon, immerhin eine 67, also er ist eigentlich nicht schlecht. Fahr mit ihm, weil der hat Sprinte 74. Könnte es packen. Hello and welcome to all. It's a demanding route that awaits the riders on today's stage, with numerous changes of direction, narrowing widths and plenty of short climbs. The Breton roads will no doubt put the peloton under pressure. Under pressure, so. Schelling kriegt Schutz von, ja, Rosa. We're 15 kilometers from the finish, and it looks like the Baroudeur's gamble paid off today with a deficit of over. Minutes, the peloton seems beaten. The breakaway riders are increasing. They are not dangerous for So. the overall standings. We can let them go. Time gap stabilized. The first climb of the day is classified as fourth category. There will be one point that goes towards the mountain standings. The first mountains classification points have just been grabbed and already thoughts of the front of the race. Wer kann das natürlich Mist. Turn towards an intermediate. Egal, 1:15, da kommt er nicht mal ran. The first across the line will score 20 points. Breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. Naja. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Last time check with the breakaway. 1 minute. King of the mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. 30 seconds lead for the head of the race. Oh, Tempo war ziemlich hoch gerade. There will be one point to be had towards the polka dot jersey at the top. Next climb. The second. Intermediate sprint will be decided the next time the finishing line is crossed. In a little less than 5 kilometers. Hab mich grad vor. Okay, egal. Breakaway over. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. Boah, Tempo ist heftig. Watch out. You'll soon have no more energy for an attack. Muss jetzt hier mal ein bisschen aufpassen.
Okay, I'm coming to protect you. So, also regenerieren. The breakaway is managing to hold off the peloton. Zweimal Kategorie 3. Schelling sieht noch hervorragend aus. Steimler wird's langsam schwierig. King of the Mountain Sprint in 2 kilometers for the breakaway group. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. The peloton is 2 kilometers from the top of the climb. Okay, Schelling, Okay, I'll consume a feed. He's virtually taken the white jersey from us. Our sprinter isn't looking good. He's being left behind. Lone rider goes over the top of the Côte de Californe. Another 13 kilometers for him. The time gaps are very small, and anything can still happen. Warum macht ihr kein Tempo mehr jetzt hier? For now, he's the virtual yellow jersey. Zum Kotzen. Wie sieht's bei den anderen aus? Sieht nicht gut aus. I'll relay. Watch out for him. He's attacking behind. So, greifen Sie jetzt hier an oder nicht? Doch. Counterattack at the front of the peloton. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Come. You were first over the top of the climb. That's good. Jetzt müsst ihr gleich mal bergab gehen. Only 5 kilometers left for the head of the race. Over-revving. Reduce the tempo or you'll pay the price. Es muss klar runtergehen, komm. Geben alles, ne? Shit.
less than 3 kilometers from the finish, the man in front looks to be heading towards victory. But he mustn't let up if he wants to seal his triumph. Alles geben. Ich glaube, es ging nochmal berghoch. Ja, komm mit deinem Tempo hier an. Oh, ich hab fast früher. Sprinten soll. Verdammt. So gut gefahren mit Schelling. Schade. Und der hat nur, wenn man hier guckt, der hat nur einen Gesamtwert von 73,9. Ey. Schade, schade. Aber war gut gefahren, kann man nichts sagen. Today's result is most unsatisfactory. If things had gone our way, I reckon that we could have got into the top 5. Nur Sechster sogar. Schade. Gesamtwertung 12. Nur. Boah, auch nicht besonders gut. Das heißt, 21. 74 Punkte. Also auf Platz 20, ich weiß es nicht. Eigentlich nicht machbar, aber gut. Lassen wir es jetzt hier nochmal schnell durchlaufen und fahren dann noch die erste Etappe von der Obentour. Dort müssen wir dann halt gucken, dass wir da ganz vorne reinkommen. DSM, oh, Partie gewinnt meine Etappe, sehr interessant. Pinot. Wäre ja was gewesen, wenn es mal nicht Roglic oder Pogacar was gewinnt. Aber nein, Roglic gewinnt es doch. Ja, Pogacar war sogar dabei. Pogacar nur 4, was ist denn da los? Krass, naja. Ja gut, wir werden jetzt hier immer weiter durchgereicht. Da brauchen wir gar nicht erst nachschauen. Jetzt machen wir die Tour de France. Gucken, wer die gewinnt. Man kann die Wetten abgeben, Roglic oder Pogacar. Ich gehe von Pogacar aus. Ja, in den Anfangsetappen hat gerade Alaphilippe, Wout van Aert und Mathieu van der Poel eigentlich gute Chancen für Etappensiege. Wenn der Poel führt, interessant. Und jetzt geht's los, Pogacar. Pogacar. Ich einfach nur. Und Pogacar. Ja, es ist einfach nur unrealistisch. Aber gut, naja. Obwohl, hier ist ja jetzt die Tour ein bisschen anders. Ist ja nicht genau die gleiche Tour wie jetzt hier im Pro-Team. In der zweiten Saison, wie sie jetzt dieses Jahr gefahren wird. Es wird weiterhin Pogacar. Er hat schon 5 Etappensiege, Pogacar. 6 Etappensiege. 7 Etappensiege. Und 8 Etappensiege. Und es kommt noch ein Zeitfahren.
das Evenepoel. Aber 8 Etappensiege von Pogacar. Also, ja, extremer Dominator. Mal gucken, wie der Abstand jetzt ist. Drei Minuten vor Bernal und Roglic nur Dritter mit 5 Minuten Rückstand. Evenepoel immerhin Sechster, 9 Minuten. Buchmann 18. 27 Minuten. Eieiei. Krass. So, die Eurotour kann ich auch nicht fahren. Komm schon. Ich muss dann auch noch versuchen, glaube ich, auf die Wertungstrikots zu gehen, um noch mehr Punkte zu bekommen. Dass ich endlich mal auf Platz 20 komme. Sören Krog Andersen. Burkhardt. Das ist immer eine Überraschung. Van Marke. Und Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel gewinnt vor Van Marke, Van Aert und Askren. 24. nur noch. Eieiei. 74 Punkte. Ja, Platz 20 sind 300 Punkte. Einfach nicht machbar. Wir können, Vanti könnten wir noch kriegen. 81 Punkte. Aber hier war es dann schon wieder 200 Punkte. B&B. BK Asos 132. Ja, es ist... Gesamtwertung gerade bei 25 Punkte. Kanter und Schelling, das haben jetzt hier keine Form. Niklas Arndt, Steimle, Rosa, Meter. Ja gut. Rosa, Meter sind natürlich für die Gesamtwertung und ja... Gucken. Ja, die Etappe fahren wir jetzt noch. Hi guys, welcome to the. Aber dennoch weiß ich nicht, wie ich es auf Platz 20 ist unmöglich, wie ich die Punkte machen soll. Ja. Hello and welcome to all. Even though the route includes a few short climbs, the final 40 kilometers are devoid of any difficulty. It wouldn't be surprising to see a mass sprint in Brieuc. Ich werde trotzdem mit Kander sprinten. Guys, victory will surely be decided in a sprint finish. The closing section of the stage is too easily controlled for the speed merchants to. Oh, dass die den nicht wegfahren lassen. Pass upon an opportunity like that. The peloton has just joined up with a breakaway. The peloton has caught up. Bunched peloton. One minute for the breakaway. It's looking good. The time gap between the peloton and the breakaway is decreasing. The peloton is riding hard. Stay well placed. The first riders are 2 kilometers from the climb. There are riders in trouble behind. They should be able to catch up if the tempo drops.
constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Time difference between the peloton and the breakaway is steady. Wieso macht der hier Tempo eigentlich? The next difficulty is listed as third category. The first riders are 2 kilometers from the climb. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. The head of the race is 3 kilometers from the intermediate sprint. Here's the winner of the intermediate sprint. Komm, lass mich. Ach, das ist Platz machen. Boah, mit Kandergaard gar keine Chance zu sprinten. Puh. Dann sollen sie lieber jetzt Tempo machen, dass hier ein paar Schelling. Nee, der Schelling. Pass mal auf. Guys, the peloton should be there for the stage win. There will be 2 points and 1 point towards the best climber classification at the top of the. Next difficulty. Ja, Rosa kann ja auch. Es kommt ja noch. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Looks like the oops. Und alle angeklickt. Verdammt. Breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. The riders are now entering the feed zone. They will be able to pick up something to eat. Come on, guys. Now it's almost flat or downhill. All the way to the finish. It's going to be quick. Stay well placed. Last time check with the breakaway. 1 minute. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Ich bin immer noch mit Kander. Sehe ich gerade. Glaub, 30 seconds lead for the head of the race. Oder? 28 Sekunden. Walgren. Of the other sprinters to know when to launch your sprint. If you start too soon, you will be unable to continue your effort to the line. If you start too late, you will not have time to work your way to the front. Komm.
kurz sprinten. Bis nach vorne. 5 kilometers for the peloton. The sprinters have got their team members riding to position themselves and avoid attacks. Just 5 more kilometers. We are heading for a mass sprint. Reicht das noch, um zu regenerieren? Wird knapp. With less than 3 kilometers to go, the final sprint is taking shape. The lead out men are in place, and the sprinters will soon move into action. Okay. The red pennant, the sprint is on. Today's victory is for a sprinter. Oh, wo kommt der denn her? Nee, keine Chance. Bin auch viel zu früh losgesprintet. Ja, verläuft alles nicht so nach Plan, wie ich will, aber gut. Keiner hat Zeit verloren. We could have hoped for a better start, but it doesn't matter. We'll have other chances to do better. Aber keine Punkte für die Dingswertung. Naja, okay, gut. Mal gucken, wie die nächsten Etappen dann sind. In der nächsten Folge, denke ich mal, wenn wir dann die Tour, naja, vielleicht noch nicht ganz abschließen können, aber dann bis zu den Bergetappen kommen. Dann gucken wir mal, was ich dann mit Diego Rosa und Ginometer so erreichen kann. Gut, danke erstmal fürs Zuschauen. Bis dann zur nächsten Folge. Tschüss.